Willkommen zu Teil 3. Heute bekämpfen wir Höhenangst. Denn zur Feuerwehrgrundausbildung gehört natürlich das Leitersteigen. Wie sonst soll man Menschen aus brennenden Gebäuden retten? Also wagen wir uns auf die vierteilige Steckleiter. Oh Mann, dass ich alles Riff sowas noch machen muss. Kerle. Puh, geschafft. Nee, nur Spaß. Ich hab Angst vor vielen Dingen. Aber Höhe gehört nicht dazu. So ein paar meiner Kameradinnen kämpfen da schon eher mit der Höhenangst. Aber bei der Feuerwehr wird Kameradschaft großgeschrieben und zusammen wird der Dämonleiter bezwungen. Bei unserer Prüfung sieht das dann bestimmt so aus. Haha, kleiner Scherz. Mittlerweile haben wir das dritte von 4 Wochenenden des 70-stündigen Grundlehrgangs hinter uns gebracht. Schön. Also die Samstage, die praktischen Teile machen sehr viel Spaß. Letzte Woche noch rumgerannt wie ein verpeiltes Huhn, ist es heute eine absolute Katastrophe. Denn die Saugleitung des Grauens will sich einfach nicht ankuppeln lassen. Dabei kann die Wasserentnahme offenes Gewässer so schnell gehen. Nein, das ist kein Zeitraffer, das ist Originalgeschwindigkeit. Bei uns sieht das so aus. Nein, das ist keine Zeitlupe, das ist die Originalzeit. Schalten wir in der Zwischenzeit lieber mal in die Theorie. Die hatten wir nämlich natürlich auch wieder. Ganz besonders interessant fand ich persönlich den Besuch von Kit. Nein, nicht David Hasselhoffs Superwagen, sondern des Kriseninterventionsdienstes, kurz KIT. Das Team aus Ehrenamtlern für die psychosoziale Notfallversorgung leistet etwas ganz Wichtiges. Nämlich erste Hilfe für die Seele. Zum Beispiel kommen sie, wenn bei einem Unfall jemand gestorben ist, wenn es einen Suizid gab. Also bei akut psychisch traumatisierenden Unfällen, Notfällen und Katastrophen. Das Team des KIT betreut dann Betroffene, Angehörige und Hinterbliebene. Wir haben oft keine eindeutige Lage. Das heißt, wir müssen sehr schnell sondieren und gucken, wer ist zu betreuen und wen betreuen wir. Und dann, da wir im Team die Einsätze fahren, dann verständigt man sich in der Regel nonverbal auch, wer was übernimmt. Und einer betreut dann eine Gruppe oder eine einzelne Person und versucht über Gespräche mit den Personen dann in eine gewisse Stabilität zu kommen. Krisenintervention ist ein Ehrenamt, dem ich allerhöchsten Respekt entgegenbringe. Aber auch wir als Feuerwehrleute sind oft dramatischen Ereignissen ausgesetzt. Wie zum Beispiel schlimmen Verkehrsunfällen, oftmals auch tödlichen. Uns gibt Simone deshalb etwas mit auf den Weg. Sehr aufmerksam werden, auch nicht für sich selber, sondern auch auf ihre Kollegen oder Kolleginnen dann, wenn sie merken, dass nach einem Einsatz irgendwas anders ist als vorher. Und dass sie dann auch wissen, an wen sie sich wenden können. Sie können uns rufen, sie können über einen Einsatzleiter sagen, wir brauchen nochmal Betreuung. Und der kann uns dann nochmal kontaktieren und wir kommen dann zu einer Einsatznachbesprechung. Aber damit wir retten können, müssen wir erstmal den Grundlehrgang bestehen. Und nach unserem langen Kampf mit der Saugleitung des Grauens und ach herrje, auch noch den vermaledeiten Knoten, die wir so können müssen, da geht mir als Lehrgangsomi so langsam ganz schön der Stift. Da hilft wohl auf die letzten Meter nur üben. Ob ich und die anderen alle unseren Grundlehrgang bestanden haben, das seht ihr dann beim nächsten Mal.